Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Und wir bauen jetzt eine Plattform. Diddle, diddle, dumm. So. What's up? So, jetzt sehen wir mal die Schütze in Action. Und da haben sie schon alles weggeholt. Na, nicht ganz, da kommt noch was. Feine Geschütze sind das, ganz feine Geschütze. So, ich glaube, jetzt wisst ihr, warum die relativ sinnvoll sind und warum ich, glaube ich, auch, wie gesagt, noch mehr haben will. So, Konstruktionsplattform. Ich habe keine Ahnung, wie groß machen wir die denn mal. Super, so ein bisschen höher, so ein bisschen höher, so. So eine 4x4. Ich glaube, eine Reihe machen wir dann noch außen rum. Aber da runden wir jetzt mal ein bisschen ab für. So, hopp. Paha. Zack, zack, zack. So, dann müssen wir mal kurz überlegen. Das wäre theoretisch dort. Haben wir gerade dazwischen. Ja, dann passt das. Na. So. Zack und zack. So, dann fliegen wir einfach ein bisschen runter, denn wenn wir von hier kommen, lässt es sich schöner drehen, das kleine Ding. So, op. Wunderbar. Hier werden wir dann also zukünftig unsere Schlachtrosse drauf produzieren. Hätte jetzt natürlich auch vielleicht außenrum die Umrandung weiß machen können oder so. Ja, wäre auch gegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn dabei? Ich weiß auch noch nicht, ob ich die hier direkt fertig mache oder ob ich dann lieber hier schon auf der noch nicht ganz fertigen Plattform ein Welder-Shift beginne, also einen kleinen Schweißer, um genau sowas hier, wie gesagt, schneller konstruieren zu können. Wenn wir kurz überlegen, die möchte ich möglichst schlank bauen. Wir brauchen auf jeden Fall Small Cargo Container wäre sinnvoll. Ah, müssen wir mal gucken, müssen wir mal gucken. So. Hallöchen, palim, palim. Palim, palim, palim. So. Muss doch mal gucken, vielleicht baue ich dann für den Whale da eine extra Landeplattform, wo er dann auch noch mal so einen bösen Anschluss kriegt da, so einen bösen. Da muss ich mal gucken. Und wir machen das wirklich über Throw-Out und Sammeln, ne? Wir brauchen ja nur nichts, wenn man dann das hat. Oh, Military Escort, ganz böse. Also das ist etwas, was ich nicht angreifen wollen würde. Jedenfalls nicht ohne dicke, fette Bewaffnung an Schiff, an Bord und möglichst dicke Panzerung. Ah, der Soundbug, den kenne ich inzwischen auch schon zu Genüge, dass ab und zu mal keine Schweißgeräusche mehr da sind. Alpha! So. Ja, die Plattform reicht auf jeden Fall. Das dauert aber so lange. Das ist also ein Punkt, wo ich mir überlege, sollte man vielleicht so wirklich riesengroße Schweißaktionen außen vor lassen, weglassen? Theoretisch? Nö, gehört ja dazu, ne? Ist ja eigentlich so, als wenn man ein reguläres Minecraft-LP macht, ohne dass man neben Aufnahmen da Sachen baut, sondern wirklich ganz regulär alles zeigt. Ungeschönt und langweilig zur Not. Scheiße, keine Platten mehr. Dum, 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 dum. Ich finde es immer putzig, wie der läuft. So, hier werden wir auf jeden Fall dann auch einen Zugang lassen. Ah, wie viel wir haben auch schon gut verbraucht. Brauchen wir eigentlich immer irgendwas dringend. Ja, Thruster-Komponenten. Produktion, Thruster-Komponenten. Platinum-Inget. Haben wir denn da? Haben wir denn noch ein bisschen Platinum? Ja. So, zack. Ich glaube, 100 Stück reichen da auch erstmal von. Wie viele Reaktorkomponenten haben wir? Gar keine! Blasphemie! Die brauchen wir nämlich auf jeden Fall für neue Bauten. Gravele. Ja, also ich glaube, mit Gravele dürfen wir uns auf jeden Fall totschlagen können, ja. So, Iron und Gravele. Zack. 100.
200. Ich weiß ja schon, dass er auf jeden Fall 2000 Stück braucht für den großen Reaktorkern dann. Ich weiß nicht, haben wir genug? Haben wir genug? Ja, machen wir erstmal so viele. Sollte erstmal ein bisschen reichen. So, dann müssen wir gucken, wie gesagt, wo wir hier die Geschütztürme. Okay, die beiden decken ja hier ganz gut ab. Sollte passen. Und wie gesagt, die Bauweise werde ich hier versuchen. Wir werden hier wirklich versuchen, so eine Station zu erstellen. Man könnte ja auch mal versuchen, einfach eine Station zu bauen, die auch durch den Raum geleitet. Weil ich glaube, wir können dann Stationen ja auch Thruster anbauen. Also müsste es ja theoretisch auch funktionieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das wäre, glaube ich, dann wirklich was, wo ich sagen würde. Das würde ich vielleicht bei Creative antesten. Sprich, so eine Mini-Station bauen und einfach mal gucken, ob sie fliegt. Wenn sie fliegen soll. So. Auf jeden Fall möchte ich dann auf der anderen Seite auch noch Geschütze haben. Aber da müssen wir erstmal gucken, wie wir noch da ausbauen. Weil dort werde ich mit Sicherheit, also ich glaube, dort rausziehend werde ich den großen Generator bauen. Das heißt, wir müssen auch noch gucken, wie ich das hier vernünftig verbinde. Im Zweifelsfall müsste ich die da wieder runter abreißen. Ne, da könnten wir vielleicht rausgehen, ne? Oder wir gehen da dann einfach so raus, zock, zack, gehen da unten. Ja, das wird alles nicht so einfach. Wenn man direkt am Anfang nicht richtig geplant hat, muss man dann halt kreativer sein. Hilft ja nichts und ich kriege immer mehr Hunger. Ich habe jetzt die ganze Zeit so ein Bild von Bacon vor den Augen. Oder ein von einem Beamer auf eine Leinwand projiziertes Pizza-Bild, während eine gesamte Vorlesung Hunger hat. Ja, Reggie, ich glaube, du weißt, was ich meine, falls du diese Folge siehst. Nur noch auf wenig anspreche. Ein Lück könnte es auch wissen, wenn er reinschaut. Lalalala. Aber das glaube ich nicht, dass er hier reinguckt. Zumindest habe ich da noch nichts gehört. So, brutzel, 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 schneller, brutzel, 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 ups. Wie bauen wir das? Der Doktor, oder The Doktor, wie ich ihn dann auch wieder nennen werde, unseren Wälder, unseren Fliegenden, muss ich echt überlegen. Ist auch so eine Sache in klein und groß. Den kleinen, den ich jetzt am Anfang bauen werde und will, der soll möglichst überall hinkommen. Das heißt, den müssen wir also auch möglichst schmal bauen. Okay, 20%. Nochmal will ich nicht drauf gehen, aber ich glaube, das schaffen wir noch, das hier fertig zu schweißen. Dann haben wir die Plattform ja doch schon. Ja! So. Man könnte natürlich auch hier eiskalt noch einen kleinen Cargo-Container hinsetzen, dass man von hier auch noch Zugriff hat. Direkt, aber ich glaube, die 2 Meter da können wir auch laufen, ne? Wenn wir was bauen wollen. Ah, so viel zu schweißen hier, so viel zu schweißen. Komm, die beiden will ich auch noch. Wenn ich schon mal auf dem Weg bin, kann ich die auch noch machen. Hier, die gehen wenigstens flott. Oh, unsere Geschütze haben wieder irgendein Ziel. Gleich Rabims, erschlagen von Asteroiden. Oh. Wow, der knallt. Ja, der geht gerade so vorbei, aber da wäre zum Glück nirgends. Ah, dieses Mal. Das ist ein großer Angriff von Asteroiden, da brauchen wir mehr. Ich glaube, mit der Zeit würde ich hier auch die Schwierigkeit noch weiter hochstellen. Ein einfacher Grund, weil wenn man so ein bisschen was an Geschütztürmen und so weiter hat, wird es ja sonst langweilig. So, und wenn man das geschweißt hat, dann gehe ich mich aufladen, da ich nicht sterben will. Aber 0% Energie war schon böse. Ein bisschen Licht könnte man dann hier auch noch irgendwo einbringen. Ja, auch das hier werde ich dann mal... Das ist natürlich eine Idee. Ich könnte das hier dann als Ausgang nutzen, weil den Generator werde ich mit Sicherheit abreißen. Möchte ich mal meinen. Dann, ja. Schauen wir mal. Kicken wir, ne? Wir haben ja theoretisch unendlich viele Folgen vor uns. Wir könnten ja hier wirklich eine riesen, riesen Station in 1000 Folgen hinstellen. Wenn genug Zuschauer das sehen wollen würden, würde ich es vielleicht... Und ich so lange Lust hätte... Why not? Das größte Problem wird dann nur irgendwann, wir brauchen mehr... Ja, dann brauchen wir große Schiffe, um andere Asteroiden zu kapern. Und dann würde ich auch wirklich einen großen Miner bauen und nicht so was Süßes, Kleines, Putzeliges, den ich jetzt auch mal umbauen wollte. Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal noch schnell, dass er ein bisschen energietechnisch etwas besser dasteht. So. Als erstes den Ejector off. Throwout off.
So, dann können wir den ja einfach mal auf unserer Plattform dort landen. Könnt ihr auf der Plattform auch so ein paar Landing-Dingsbums hinbauen. So, die Plattform ist auf jeden Fall schön groß. Also solche Schiffe hier drauf zu bauen ist kein Problem. Und we all landed. Ah, ich glaube, die Landing-Gears werde ich jetzt mal nicht anschalten müssen. Ich mag bezweifeln, dass das Schiff nochmal wegfliegt. So. Ja, den Batteriepack, ganz ehrlich, den brauchen wir nicht in diesem Schiff. Darauf achten, dass ich nicht voll werde. Dafür baue ich jetzt wirklich lieber noch ein paar Reaktoren hin und hoffe, dass das so einigermaßen klappt. Ein paar kleine. Bei meinem anderen Schiff habe ich einen großen Reaktor reingesammelt. Da habe ich mir gleich gedacht, wenn schon, dann richtig. Oh, die können wir nicht mehr einsammeln. Stahlplatten loswerden. Zack. Ja, so kriegt man die Station dann natürlich auch nach und nach fertig. Man macht was Interessantes und auf seinen Wegen schmeißt man ein paar Teile. Aber hier auch noch. Oh, hier gilt sogar noch die Gravitation von unserem kleinen Generator. Sehr gut. So, einsammeln. Möchtest du das bitte einsammeln? Was ist da? Bin ich immer noch zu voll, um das einzusammeln? Puh. Da, genau da will ich dran. Okay, da müssen wir mal gleich gucken, wie wir das machen. Dann schmeißen wir noch ein bisschen mehr. Zur Not schmeiße ich einfach mal ein bisschen was zurück ins Lagersystem. Ja, Steel Plates sind nämlich jetzt alle, also die muss ich doch sammeln können. Mann! Ah, geht doch! Ah, da sind scheint ein paar mehr. So. Medium Cargo Container. So, okay, ich glaube, ich mache es wirklich. Machen wir noch einen dicken Block hier oben drauf, ne? Noch so drei Antriebe. So, kurz das. Was brauchen wir dafür? Das auf jeden Fall nicht. Das, das und wo haben wir denn Small, 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 Small. Das. So, die brauchen wir im Moment auch nicht. Auch schön in Black is Beautiful, würde ich mal behaupten. Das, Interior Plates. Yeah. Ja, safe. We save the world. So. Interieur. Die sollten reichen. Die sollten mossig reichen, um es zumindest zu beginnen. Naja, nicht ganz akkurat geparkt, aber immerhin, ne? So. Dann brauche ich die 7. Ah, ist das jetzt richtig? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz so korrekt gedreht. So, zack. So ist korrekt. So, na da. Und zack. So. Wunderbar, wir brauchen dann nur noch eine Construction und einen Motor. Wenn wir das dann fertig geschweißt haben. Und dann noch müssen wir die kleinen bösen Generatoren hier draufsetzen. Die können wir eigentlich auch schon mal setzen. So. Ah, verdammt, da brauchen wir auch Construction. Also erstmal brauchen wir Construction-Komponenten und Motoren. Da brauchen wir auch Motoren für. Passt also. Keine Ahnung, wie viele Motoren nehmen wir erstmal mit? 10? Ich weiß gar nicht, wie viel wir noch mitnehmen. So viel können wir gar nicht mitnehmen. Aber die Power Cells brauchen wir jetzt auch nicht. Nein, das ist Medical Components. Power Cells, da! Das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Computer, weiß ich jetzt nicht, ob ich es brauche. So, aber jetzt haben wir auf jeden Fall Platz. So, dann packen wir hier nochmal, keine Ahnung, 10 Motoren. Hier haben wir noch was im Messfabrikator. Wo ist der Rest wieder gelandet? Ich wusste es doch. Ich werde dich vernichten, du kleines Ding da oben. So. Was brauchen wir noch? Hiervon braucht man noch ein paar, ne? Keine Ahnung, 50. Bla bla bla. Ja, damit haben wir dann auf jeden Fall, glaube ich, genug. So. Und fertig. Und fertig. Und fertig. Eigentlich sehe ich jetzt gerade, ich hätte es ein bisschen anders bauen sollen. Panzerungsmäßig
Ja, gucken unsere Motoren hier nämlich die ganze Zeit raus. Ich glaube, sinnvoller wäre es, wenn wir sie hier reinstecken, ne? Wäre dann doch leider sinnvoller. Schmeiß mal den erstmal so ein bisschen hoch, alles klar. Dann ups, lalalala, du doch nicht. Brauchen wir trotzdem mal die da. Zack. So, nochmal geguckt. So, alles in Ordnung. So. Die sollten auch massig reichen. Also, ich mag bezweifeln, dass wir die verbrauchen. Oder ob so viele Generatoren hier brauchen. Und wie gesagt, bei größeren Schiffen werde ich einfach direkt einen großen reinknallen. So, wir brauchen, oh Gott, ein Steel Plate. Metal Grids. 20 Computer, ein Steel Plate. Okay. Und zwei. Ne, drei. Mal gucken, ob wir mir das halbwegs merken können. Hui, so. So, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir gerade nicht. Das. Und die auch nicht. Die Folge ist eigentlich auch schon wieder am Ende. So, was habe ich gesagt? Zwei Steel Plates, ne? Oder eine sogar nur. Na, wir nehmen einfach mal zwei mit. Dann brauche ich, glaube ich, drei hiervon. Ich glaube, hiervon drei. Nee, Quatsch. Cancel. Hiervon drei, ne? Da, was war das denn noch? Computer, glaube ich, ne? So, mal gucken, ob es klappt oder ob ich die Hälfte vergessen habe, weil das möchte ich jetzt noch fertig kriegen. Jawohl. Jawohl. Problem ist eigentlich nur, dass wir von hier jetzt gar auch nicht mehr an unseren Generator kommen, ne? An unserem Container da. Da müssen wir irgendwas einfallen lassen eigentlich. Chidi, 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 bang, bang. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das am Ende lösen. Das ist halt das Problem, dass man über die hier nicht drauf zugreifen kann. Was ich ein bisschen unsinnig finde. Und wir brauchen das natürlich. Halt, ja. Um halt natürlich auch mal hier was reinpacken zu können. Denn die Reaktoren haben jetzt natürlich hier keine Energie. Na, gucken wir gleich mal. Ich glaube, da schneide ich einfach in eine Seite irgendwo ein ganz kleines Loch hinein. Das wäre ja dann. Mal kurz überlegen. Vermutlich das da. Na komm. Nein, tu nicht. Und? Ein Stück runter? Nee, es ist noch einer tiefer. Der da wär's. Doch gewesen, verdammt! What the fuck? Das ist jetzt. Hat das Ding auf der Seite gar keine? Oh, das wäre übel. Ja, okay, da müssen wir dann, glaube ich, in der nächsten Folge mal gucken, wie wir da dann drankommen werden zukünftig. Da schauen wir dann. Denn das wird mein erstes Schiff und ich würde es nicht noch einmal so bauen, wie ich dieses hier gebaut habe. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Low Energy, das sollte gleich kein großes Problem werden. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo dran kommen. Aber das werden wir in der nächsten Folge erst sehen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst ja, ihr könnt mir sehr helfen, indem ihr die Videos bewertet. Und ich will eigentlich jetzt nochmal schön landen. So. Und kommentiert. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Okami. Tschüss.